Hallo und herzlich willkommen zum Parking Business Tycoon Simulator Alligator Motherfader. Wir wollen mal wieder sehen, was hier so los ist an beziehungsweise im beziehungsweise um unserem Parkplatz. Was hier Geschichte ist. So, hier soll ja auch ein bisschen was passiert sein. Aber was sich nicht verändert hat, ist halt immer noch diese Drecksflaschen. Ich könnte so abkotzen. Ja. Na, da ist er doch schon. Oder gut. So, ich habe die zwei Hansels eingestellt da. Wie wir in der letzten Folge bemerkt haben. Ach so, was du machst. Pass auf, was du machst, Freundchen. Mann. Dreckpullen. So. Hätte sich auch wirklich was Besseres einfallen lassen können, als diese Flaschen, die sie verdammt normal andauernd fallen lassen. Ist denn hier noch alles Dreck? Ich verstehe das nicht so. Ja, muss ich... Die weggefahren sind, ne? Die können ja auch Flaschen liegen lassen haben. God damn it. Hm? Da vorne nochmal gucken. Was ist denn? Oh, hier liegt nichts. Nichts. Ah ja. So mag ich das, wenn die Kasse klingelt. So, hier ist auch nochmal ein bisschen. Mann! Habe ich da einen Sack hingeschmissen? Pass auf. Hm. Komisch. Komisch, hier fehlt noch was, ne? Minus 6. Ist ja klar, ich brauche einen Cleaner. Können wir machen, was wir wollen? Bam! Ich verstehe das nicht. Wie viel Kohle haben wir? 6.300 und... Und 29. Dollar. Dollares. Da bestimmt schon wieder gleich einer was fallen lassen, ne? What? Ja. Was ist das für ein Gangster? Gangsters in the hood. Gangsters in the hood. Das liegt mir nicht ganz. Ich sehe nichts, ne? Minus 6. Also. Ich ganz ehrlich, ich sehe hier nichts. Als Maulmann. Jetzt wird abkassiert. Gut, dann müssen wir dort. Oder sind hier irgendwo Kaffeebecher? Nee, oder? Ja, das habe ich auch natürlich gut hier. Delivery. Was? Was ich denn bestellt? Jetzt fällt mir gerade erst auf. Wow! Mit dem los. Was haben wir denn hier? Oh, Dreckhecke. Okay. Waffe. Hecken. Und Heckenpenner. So. Bumm, haben wir. Du den Schacht hier. Wird das auch mal irgendwann wieder hell? Wie spät haben wir denn? 2 Uhr morgens. Da. Junge! Hey! Get the hell out of here! Die muss ich dir noch mitgeben, Keule. Mein Gott. Ach, warte mal, ich habe ja Kaffeeding jetzt hier gefüllt hier. Stimmt. Ich habe ja beim letzten Mal ja eine Strecke. Mann. Stimmt. So, Verbrauchsmaterial. Rinder. Boom, gleich zweimal. Und jetzt könnt ihr wieder Kaffee saufen, ihr Schweine. So, da hinten wollte ich Hecken hinmachen. Wir müssen ja die Reputation irgendwie noch ein bisschen hochkreieren. Immer noch nebenbei nach Pullen gucken. Der lässt eine fallen. Ich hab's gewusst. Ich hab dir gewusst. Und es kotzt mich so an. Machen wir da eine gegen. Da hoch. Warum ist denn die Hecke so weit drinne? Gut. D.
Ding weg. Wenn man nämlich nur. Hast du weiter renieren, wa? Klar! Verdammte Scheiße. Sorry. Weil hier ist es ja voll rinnt. Guck mal, wie weit das hier rinnt. Das mag ich nicht. Mag ich nicht so. Ja. Ja, hier. Ja. Da innen noch. Zack. Zack. Fertig. Muss reichen. Für die Suiten. Alter, hier ist schon wieder alles voll mit die Kacke. Oh. Bulee. Ich dulde diesen Dreck auf meinem Parkplatz nicht. Ich verstehe die minus 6 nicht. Wo kommt die minus 6 her? Oh, hier liegt noch was. Wieso kann ich das nicht aufheben? Leute? Alter, wieso kann ich das nicht aufheben? Das ist ein übler... Das ist ein übles Spiel, was die hier machen. Hallo? Ich würde das gerne aufheben. Das ist wirklich mein Ernst. Wieder so eine Scheiße. Das für immer dreckig bleibt. Ach, ich muss am PC, ne? Wir müssen unbedingt noch ein Level hochkommen. Mitarbeiter, ich würde gern... Hier, pass mal auf den Guard. Guck mal, Welt. Haben wir zwei Guards noch drin? Dekoration. Park. Hier geht's auch noch weiter, ne? Office. 8000 ist Office. Wir warten noch ein bisschen. Es ist hell. Es ist hell. Endlich. Macht die Scheiße hier weg. Warum, Mann? Ist jetzt wieder so ein Dreck? Achso, uff. Einfach drauf losgefahren, was? Scheiße, ja. Das ist die Pulle da. Die eine Pulle hier, so blöde. Ich hab doch Guards hier eingestellt. Hey! Hey! Get the fuck out of here, du! Get the fuck out of here, du. Was ist er hier? Okay. Ja, soll nicht unser Problem sein. Wir haben uns hier um unseren Parkplatz zu kümmern, wa? Da haben wir ja noch zu tun. Ich hab das unnötige Gefühl, der Herr lässt eine Pulle fallen und ich lasse einen Sack fallen. Ich brauche unbedingt die Reinigungskräfte, aber dann flippe ich hier aus. Wo sind denn die scheiß Guards? Also. Ich glaube, das bringt was, ne? Dass ich das direkt daneben getan habe. Nicht schlecht. So, wer ist jetzt hier? Wo ist mein Security? Ich, wirklich. Kann ich das weglasern? Car Trouble. Ja, fuck, nichts Car Trouble. Ich blende dich. Ich blende dich. Gib das mal auf, Junge. Mann, Alter. Boah, er kann ja sliden. Guck mal hier. Nicht schlecht. Hast du zufällig den Security-Mann gesehen, der eigentlich heute kommen sollte?
weiß es nicht. Ich habe den eingestellt und der kommt einfach nicht. Ich würde gerne das Office aufpupen. Da hätte ich richtig Bock drauf. So, Mitarbeiter. Hier ist noch keiner aktiv. Na gut. Na gut, das werden wir uns merken. Scheiße, jetzt habe ich es getan. Scheiße, ich habe es aufgewertet. Schön. Wir haben eine Tür. Sehr schön. Also, als Sie irgendwelche Fragen haben, zwecks Basketball spielen oder... Bam, Wake Up's drauf. Fuck, Junge. Rein damit. Habt ihr gesehen? First try. Halt ja. Ja, hab nicht ganz verstanden, was jetzt hier los ist. Wie scheint sie ein bisschen was verändert zu haben. Angestellte habe ich jetzt anscheinend keine mehr. Verdammt nochmal, warum? Was ist mit meinen Angestellten, Mitarbeiter? Warum ist der weg? So. Ach, dazwischen. Tatsache, 10. Oh, vom 2 bis 10. Und der kommt erst von 18. Oh, ey, da müsste ich einen dazwischen noch haben. Muss ich auch einstellen. Ist jetzt egal, spielt keine Rolle. Ich muss einen dazwischen noch einstellen. Ey, was ist denn das hier? Was ist das hier? Nicht hoben, ich bin da. Bitte geben Sie mir das Geld. Bitte geben Sie... Oh, Alter, schon 246. Nicht überfahren, bitte. Nicht überfahren. Mann, Alter. Was ist mit dem Alten? Hey, get the hell out of here. In der Zecke, dir, Junge. Geht doch. Wenigstens nicht das Office jetzt wieder. Mann, Alter, warum leuchtet denn die Tür so hässlich? Muss aufhören. Hallo. Und auf Wiedersehen. Boah, was ist denn? Ist der besoffen? Ja. Einfach quer durchgeschachtelt durch den Typen. Ah ja. Jetzt hör auf zu leuchten. Wir wissen, dass du leuchten kannst. Hier, doch, das hat so ein gewisses Leuchtproblem. Mal hier, da können wir... Können wir schön, haben wir ein schönes Bild von unserem Office. Und ey, jetzt zieht sich einen ordentlichen Kaffee oder was? Oh. Ah, jetzt ist aber gut voll hier. Zack, MJ lässt grüßen. Zack, MJ lässt grüßen, habe ich gesagt. Oh, ja. Hey. Oh, da kommt schon der nächste. Der Dreck sammelt sich hier. Ich muss unbedingt noch ein paar Stufen hochkommen. Ansonsten, wir brauchen ja irgendwas, um hier den Müll oder den Cleaner. Wir brauchen den Säuberer-Typen hier. Der muss ja alles sauber machen. Ich muss noch mehr Zubehör hier holen. So sieht es nämlich aus, damit wir mit der Reputation nach oben kommen. Komm her hier. Hm? Ich warte, ne? Geh mal schnell gucken, ob ich noch ein paar Samen bestellen kann. Wo ist eigentlich jetzt mein Bett? Ich hab kein Bett mehr. Dann macht der nichts. Parking Limiter haben wir, ne? Ja. Roof Level. Wir holen mal eins erstmal. Erstmal um zu kicken. Ach hier, guck mal. Ah, aha. Als 9.59 Uhr, okay, das stimmt anscheinend auch nicht. Ja. Also bleiben Sie mal ruhig, ich bin doch hier.
Hier bin ich doch. Was ist los? Dieses verdammte Hupen! Der Delivery-Meister. Der war gut. Den habe ich kommen sehen. Delivery! Komm rein, komm. Arm. Voll in meinen Schnauzen. So, wir haben ein Dach. Wir haben ja noch eine Dreckhecke. Die Hupe macht mich so weit vom Wahnsinn. Ihr glaubt ja nicht, wie wahnsinnig. Ich lasse sie bald mit Absicht warten. Schmeißt da einen Mülleimer, bitte. Mann, Alter. Muss den erst hier platt machen. Hey, get the hell out of here! Eine hast du gesenkt gekriegt, das hast du davon. Pfeife. Oh? Nächster, bitte. Wo bleiben meine Angestellten? Das ist irgendwie. So, was ist. Aha. The roof. The roof. The roof is on fire. Zack. Alter. 2, 4, 6, 8, 9, aber. 17 Stück. Übel. Übel, Herr Kübel. Mal kurz gucken. Voll in die Tür reingerannt. Reingeschmettert. So, wo ist denn hier Roof? Oh ja, geil, geil. Oh, ist ja 8000 noch was. Na, warten wir noch. Da ist er ja. Na, endlich. Jetzt kann ich mich in Ruhe auf das Müllsammeln konzentrieren. So, naja, überdacht lassen sich Flaschen ja einfach noch besser wegschmeißen, ne? Ist ja einfach noch geiler. Schön so im Schatten. So kann man in Ruhe eine Flasche wegschmeißen, ohne dass einem die Sonne in den Nacken ballert. Das ist ja natürlich 1A Spitze. Flaschenwerfer hier, ey. Ratten. So mag ich das Geräusch. Ärgerlich mit der Ene da, dass wir die Ene nicht wegkriegen, die Ene-Pulle. Ja, da, dafür habe ich euch da Müllsack mal kurz hingelegt. Mein Gott. Kann ja nicht sein. Wie viele Pullen liegen denn hier? Das hört ja nie auf. Wo ist denn eigentlich mein Security-Penner? Der müsste doch jetzt auch da sein, oder? Da ist er. Guck mal, da läuft er doch. Okay. Ja. Herrlich. Achso, die werfen da schon wieder weg. Oh, Mann. Habe ich da nicht gerade ein Rennen sehen? Nee, ne? Ja, weggerannt ist er, glaube ich. Guck mal, die schmeiß ich aus Versehen darüber, ne? Ihr sollt hier anständig rennen. Da siehst du. War schon geiler. So, jetzt haben wir. Fast 5000. Was steht ihr denn da jetzt an den Kaffeeautomaten, ihr Trottel? Wollen die sich jetzt alle einen Kaffee ziehen? Ne, sag mal. Aktet oder was? Ich glaube, was hackt? So, da haben wir Vierer. Aber wir haben erstmal 6 erreicht. Genau. Damit wir noch ein bisschen Kohle für uns haben. Alter, der rennt aber richtig engagiert hier rum, ne? Ich bin bereit, ich bin bereit.
Ich hoffe, er geht dahin. Security Man? Da hinten wird gekloppt. Können Sie da mal kurz hingehen? Ey, und hau ihn volles Pfund aufs Maul. Jetzt renn, Junge. Lass da nie überfahren. Geh hin. Hol der hin. Und er hin. Ich glaube, ich habe den besten Security Guard eingestellt, den es überhaupt gibt. So, ich meine, her, die Dinger hier. Bap, bap, bap. Da sprayt der. Ey, der macht einen Scheiß. Hey, get the Junge, hell out of here. Der hat den Zaun eingekloppt. Boah, ey, wirklich. Junge, warum hat das nicht geklappt? Ist jetzt schon wieder voll das Ding hier? Ach komm, dann leck mir doch fett. Ja, danke für nichts, Security After. Ecke ausflippen hier, ne? Kann gleich einen Zaun nachbestellen, ey. Und den Müll. Den Müllwagen können wir auch mal kommen lassen, ne? Das ist ja. Das ist ja wirklich. Ist ja. Guck mal her hier. So, Geschäft. Wir brauchen Security. Den Zaun. Zeig her. Warum? Why? Und die Pulle muss hier weg. Vor allem der Security bringt mich mehr durcheinander. Dadurch, dass ich die ganze Zeit denke, er ist auch einer, der hier den Zaun einschlagen will. Ne? Was ist hier auf der Dreckseite? Wie sieht es aus? Paket ist da. Paket. Da macht er nichts. So. Junge, lauf. Scheiß Überdachung sieht so beschissen aus. Ich wusste das. Ich hab dahinter noch einen Sack liegen lassen. Wir haben natürlich nicht mitgenommen. Faulet Pack. Hätte auch noch mitnehmen können. Komm rein hier. Komm inne, mein Freund. Komm inne. Der inne Zaun war das, ne? Eigentlich können wir da mal Kaffee noch nachfüllen. I'm walking. Down the street as I'm walking. Jetzt rennen hier zwei Security-Penner rum. Aber die Schichten haben nur gepasst, oder? Oder haut er jetzt ab, der eine? Der haut ab, ja? Achso, gut, okay. Alles gut. Er geht. Geh mit Gott, aber geh, Junge. Ich hoffe, du bist nicht so unnütz wie dein Kollege. Aua. Ich glaube, er ist voll durch mich durchgedrüselt. Hm?
verstehe nicht. Ballert der denn da hinten oder was? Ey, hört auf. Hier ist keiner. Da hinten ist er. Verdammt nochmal, wo ist der Secure? Da. Er hat ihn vertrieben. Ey, jetzt kann ich schon wieder einen Sound kaufen. So ein Müll, ey. Ich werde langsam Fuchs, teufelswild. So, warte mal. Wir sind hier mehr am Scheiße kaufen als alles andere. Achte. Ne, sechste reichen. Und ein Zäunchen. Und wieder voll. Ey, ob das so eine gute Idee war? Mein Gott, nee. Also es war eine gute Idee, das daneben zu stellen. Aber das Ding ist ja nur voll. Ein bisschen Licht mal. Fahren Sie vorsichtig. Hallo? Vorsichtig fahren. Da kommt der Delivery-Penner. Man spielt das hier nur nachts oder was? Play 6. Das muss doch hell werden. Wie wisst ihr ja nicht. Hier bewegt sich kein Stern, kein Nüscht, kein Mond. Komm ran hier. Was ist denn für eine Spiegelung? Also für einen Schatten? Was soll denn der Schatten sein? Ach du Scheiße. Naja, okay. Alles klar. Wissig bescheid, ne? Ah. Guck mal, es wird hell. Ach, die Hecke wollten wir noch aufstellen. Es hört sich immer an, als wenn da einer einen Zaun kloppt. Jetzt ist die Frage, kloppt der den da hinten wirklich oder hört sich nur so an? Aber die eine Seite haben wir schon mal überdacht. Schon mal ein bisschen, ne? Schon mal. Ach ja, guck mal. Da wollten wir noch eine Hecke hinknallen. So. Und da muss noch eine Pflanze rennen. Da kommt noch eine Pflanze rennen. Alter, hier ist schon wieder. Aufpassen hier. Ein respektvoller Umgang mit dem Parkplatz. So möchte ich das. Ich meine, die dürfen hier parken für eine gewisse Gebühr. Also ich meine, ein neues Level. Allheiten! Das geht langsam hier seinen Gang. Merkt ihr das, Leute? Merkt ihr das? Das läuft hier langsam. War das ein Mitarbeiter? Ja. Junge. Nein, nicht. Machen wir Batz, Batz, Batz. Ich brauche immer einen, der reinigt. Immer. Damit ich die können Sie mal die Flasche. Geben Sie mir mal die Flasche in den Eimer. Hallo? Sir? 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 Immer dasselbe. Wer kloppt? Wer klopft denn? Wo ist denn der? Stehen die ganz, wo der klopft? Junge, den hat ohne Vollene mit jedem. Die kleine Ratte. Zack, so mag ich. Ist der Zaun jetzt schon wieder? Alter, der Zaun ist schon wieder am Arsch. Leute.
Der Zaun. Wieder brät. Flipp hier aus, ne? Guck mal, wir haben eine bessere Überdachung. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? So, wir holen mal eine Kamera. Und wir bessern den Zaun gleich mal an der Stelle auf, wenn wir schon dabei sind. Was haben wir noch hier? Snackmaschine. Nochmal zwei Snackies. Und eine Snackmaschine. Bleib mal einen auf den gemacht. Was bist du denn? Was ist denn das? Warum rennt denn der und wohin will er? Ach, das ist der Clean-Typ. Hat er die Flasche aufgehoben? Er hat die Flasche aufgehoben, Leute. Er hat es getan. Sehr schön. Dann können wir nämlich den Snackautomaten hier hinstellen. Das ist ein Selbstläufer. Außer mit dem Guard. Mit dem Guard bin ich überhaupt nicht zufrieden, mit dem Wachpersonal. Das Wachpersonal ist der letzte Scheiß. Ich meine, er ist immer viel zu spät da. Immer. Aber jetzt können wir uns konzentrieren auf andere Sachen. Snacky. Snack. Snackle. Snack und Snackle. So, mal kicken mit der Kamera, wie das läuft. Ich habe nämlich auch keinen blassen Dunst hier. Boah, zeig ich mal her. Kamera. Wo platzieren wir denn die Scheiße? Hä? What in the heck? What? Wo kommt denn die Kamera hin? Ah ja. Verstehe ich nicht. Warum? Warum zur Hölle? Ich hier, hä? Was soll das? Was soll das? Wo ist denn jetzt die Kamera? Da geht es. Also platziere ich sie da. Da ist sie all. Und als. Sag mal, was torkeln die denn alle? Was ist denn mit euch los? Seid ihr feiern gewesen oder was? Immer aus meiner Fresse. So. Mehr hier. Oh, so ist schön. Weißt du, wenn man ganz idyllisch da sitzen will und von links und rechts Leute kommen, die sich einen Kaffee und Snacks ziehen wollen. Hey. So wenig? Das ist krass. Also in so einem Beutel sind hier nur 25. Anstatt wie bei dem 50. Na gut. Aber guck mal, unsere Zeichen, also hier, was auch immer das sein soll, die Sauberkeit. Sauberkeit ist schon mal gut oben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut oben. So, haben wir hier noch irgendwas? Den Sidewalk, Alter, den brauchen wir noch. Sidewalk. Ah, jetzt können wir wieder nach vorne. Ah. Zweite Area. Ground Asphalt, Road Asphalt. Asphalt, da machen wir. Was machen wir da als erstes? Okay. Pflanzenbeet. Nicht schlecht. Was kommt denn hier noch? Hotdog. Okay. Da kommt ein Hotdog-Stand erstmal. Also, Leute. Wer kloppt denn da schon wieder? Da hinten. Ja, Security-Penner wieder nicht da. Mann, Junge, hey, Alter. Get the hell out of here. Alter, voll ihn über den Nacken gezogen. Gut, Leute. Also beenden wir das ab hier. Wir haben ein bisschen was erreicht. Wir haben eigentlich gut eine Menge erreicht, ne? Du hupst denn hier so. Und ich hoffe, naja, wie immer, ihr kennt's ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Macht's gut, haut da rein und ciao!